Ich rufe auf die Frage 2 des Abgeordneten Brandner zur Anzahl von registrierten Impfschäden durch die Corona-Impfung. Bitte, Herr Staatssekretär. Ich beantworte die Frage wie folgt. Aktuelle Daten zu den unerwünschten Arzneimittelwirkungen und Gemäß der juristischen Definition ist ein Impfschaden die gesundheitliche und wirtschaftliche Folge einer gesundheitlichen Schädigung durch die Schutzimpfung, die über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgeht. Die Beurteilung, ob ein Impfschaden vorliegt, obliegt den Landesbehörden. Der Bundesregierung liegen die vom Fragesteller erbetenen Daten in der gewünschten Form zu Impfschäden im Sinne der juristischen Definition durch Covid-19-Schutzimpfungen nicht vor. Aktuelle Daten zu den unerwünschten Arzneimittelwirkungen und Impfkomplikationen sammelt das Paul-Ehrlich-Institut, das einen regelmäßigen Sicherheitsbericht auf seiner Internetseite veröffentlicht. Eine umfassende Überwachung der Impfstoffsicherheit durch Meldungen der Ärzteschaft und der geimpften Person an das PAI sowie durch begleitende wissenschaftliche Studien gewährleistet auch nach der Zulassung, dass die hohen Anforderungen an die Sicherheit von Impfstoffen eingehalten werden können. Soweit die Beantwortung Ihrer Frage. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage und ich bitte darauf zu achten, dass das Fragezeichen mit Ablauf der 60 Sekunden Fragezeit auch gesetzt wird. Ich achte sehr darauf, Frau Präsidentin. Also meine Frage ging ja nach Impfschäden. Jetzt haben Sie noch ein bisschen rumgeeiert, sage ich mal. Da kam jetzt nichts, außer heiße Luft. Aber hätte ich Ihre heiße Luftantwort geahnt, habe ich tatsächlich mal auf die Paul-Ehrlich-Seite geschaut. Und da gibt es vom 2. April Zahlen über 30.000 Meldungen im Gefolge der Corona-Impfungen. Davon über 3.000 schwerwiegende Fälle, wahrscheinlich Krankenhausaufenthalte, und über 400 Tote. 30.000 Meldungen, 3.000 schwerwiegende davon, über 400 Tote. Das nennen Sie unerwünschte Nebenwirkungen. Ich nenne das anders. Es werden ja noch viele Geschädigte und Tote dazukommen. Deshalb frage ich Sie, Herr Gebhardt, hier und jetzt, was sagen Sie den Zehntausenden betroffenen Impfopfern, den Tausenden Hinterbliebenen, der Hunderten von Toten, die sich darauf verlassen haben, dass ihre Werbekampagne Impfen sei durchweg was Gutes und Schönes darauf verlassen haben und jetzt tot sind oder schwer geschädigt? Also zunächst einmal, man muss einfach zwei Dinge unterscheiden. Das haben Sie jetzt in Ihrer Frage nicht getan. Auf der einen Seite mögliche Impfschäden. Ich habe gesagt, wie Impfschäden definiert werden und wem es obliegt, Impfschäden festzustellen. Und das, was Sie ansprechen auf der Seite, auf der Internetseite des Paul-Ehrlich-Instituts, dieser Sicherheitsbericht, der dort eingestellt ist, der gibt einen Überblick über gemeldete Verdachtsfälle von Nebenwirkungen. Das sind diese rund 31.000 derzeit, die Sie erwähnt haben. Und das zeigt im Grunde nur, dass unser System an der Stelle auch funktioniert. Das Paul-Ehrlich-Institut überwacht die Sicherheit von Impfstoffen. Die Daten werden gesammelt, sie werden bewertet und gegebenenfalls werden auch sehr rasch Schlussfolgerungen gezogen. Aber nochmals, man muss die Dinge auseinanderhalten. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Ja, ich will nicht sagen, dass die Antwort mich entsetzt, aber ich bin nicht weit davon entfernt. Wenn Sie sagen, das System funktioniert, wir haben zwar über 400 Tote, aber ansonsten ist alles in Ordnung, muss ich Ihnen sagen. Vielleicht gehen Sie da noch mal in sich. Also solche Kollateralschäden halte ich für nicht vertretbar. Und ich wundere mich, dass Sie sich hier hinstellen und sich bei den Betroffenen, bei den Hinterbliebenen nicht entschuldigen dafür, dass Sie eine Impfkampagne gestartet haben und nicht ansatzweise auf die Risiken dabei hingewiesen haben, die mit den Menschen einhergehen, für die Menschen einhergehen. In dem Zusammenhang ist einmal interessant, wenn Sie sagen, das System funktioniert, alles halb so schlimm. In dem Zusammenhang interessiert mich mal, wie viele und welche Mitglieder der Bundesregierung haben sich bisher impfen lassen? Und insbesondere die Frage, wie viele und welche Mitglieder der Bundesregierung über 60, die sich ja problemlos mit AstraZeneca impfen lassen können. Und da haben wir mal geguckt, Frau Merkel soll über 60 sein, ohne dass ich jetzt hier ihr zu nahe treten will, Herr Altmaier, Herr Scholz, Herr Seehofer. Wie viele Mitglieder haben sich überhaupt impfen lassen und wie viele der über 60-Jährigen haben sich bisher mit AstraZeneca impfen lassen? Also wissen Sie, Herr Brandner, das, was Sie jetzt tun, das ist eine unzulässige Unterstellung. Das muss ich jetzt schon einmal in aller Deutlichkeit sagen. Und ich finde es auch schwierig, weil es geht hier um Todesfälle. Und Sie sagen, Sie hätten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts nachgelesen, was in diesem Sicherheitsbericht drinsteht. Wenn Sie nachgelesen haben,
dann haben Sie auch gelesen, dass diese 407 Todesfälle in zeitlichem Abstand zur Impfung eingetreten sind. Die Frage, um die es geht, liegt ein kausaler Zusammenhang mit der Impfung vor. Aber Sie unterstellen hier implizit durch Ihre Frage, dass die 407 Todesfälle durch die Impfung eingetreten sind. Und ich will das einfach einmal in aller Deutlichkeit zurechtweisen, weil ich finde, bei diesen Dingen sollten wir schon auch sauber in der Argumentation bleiben, von wem auch immer. Und das möchte ich einfach einmal deutlich zum Ausdruck bringen.